Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben Ja gesagt, und zwei Jahre nachdem sie sich verlobt hatten. Standesgemäß feiert das Nachwuchs-Hollywood-Traumpaar eine große Party in der 90-Millionen-Euro-Villa von Familie Peltz in Palm Beach. Zu den rund 600 Gästen zählten neben den berühmten Familien des Brautpaares unter anderem Tennislegende Serena Williams sowie Schauspielerin Eva Longoria. Sie alle wurden Zeuginnen und Zeugen, als das Paar über einen erhöhten Laufsteg gegangen ist, der auf beiden Seiten mit auf Wasser treibenden Blumen geschmückt war. Das berichtet ein Insider. Zudem soll es eine jüdische und katholische Zeremonie gegeben haben. Bei ersterer soll es laut Daily Mail einen amüsanten Zwischenfall gegeben haben. Der Rabbi verwechselte mehrmals Brooklyn mit seinem berühmten Vater und nannte ihn David. Als Entschuldigung soll er gesagt haben, dass er großer Fußballfan sei. Laut eines Insiders soll dieser kleine Fauxpas das glückliche Paar ziemlich amüsiert haben.